Vorgestellt, Tropico 6. Ja, recht herzlichen Dank an Calypso, dass die mir einen Key zur Verfügung gestellt haben. Besucht die mal hier unten auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube und auf Twitch und ja, ihre Webseite könnt ihr auch gucken. Und das Spiel ist ja schon ein bisschen raus, aber es ist ja immer noch aktuell und cool und ich finde diesen Sound in dem Spiel total genial. Das war schon vom ersten Tropico an so, dass ich das auch schon gespielt habe und ich fand es genial. Also wir wollen das mal hier ein bisschen reinschauen. Dafür machen wir mal ein neues Spiel. Wir hätten auch das Intro natürlich machen können, fällt mir gerade so ein. Das hätte ich auch noch vorspielen können, aber naja, jetzt sind wir durch, egal. Und wir haben einen Ladebalken und... Ja, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich sehe, dass es jetzt läuft und hoffe, dass es auch gut läuft. Sounds habe ich so ein bisschen geregelt. Willkommen, Präsidente, vor sich an stolzen Tropikanern vorstellen. Prüfen Sie bitte Ihr Outfit. Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Okay, jetzt kann man hier tatsächlich den El Presidente ein bisschen ändern. Männlich. Wie sieht's denn weiblich aus? Okay, sehr interessant. Aber El Presidente kann nur so aussehen. Zurück. Make-up. Nee, zurück. Ich wollte doch El Presidente männlich haben. So, da brauchen wir keinen ethnischen Typ. Latino. Asiatisch. Kann man nicht so wirklich jetzt sehen, was da passiert. Gut, lassen wir so, ist egal. Outfit finde ich jetzt hier... Ach, guck mal, das ist ja hier so richtig cool. Da kann man ja mal ein bisschen was... Ach, schön wäre... Ach so, wenn man drüber hovert, dann geht es. Standard. Highway-Hemd, cool. Mafia. Modernes Geschäft. Soldat. Pirat. Akademische Bekleidung. Pharao. Ja, der Pharao ist er bestimmt. Römischer Kaiser, 70er, Haute Couture, wohlhabend, Clubmitglieder. Nein, El Presidente ist El Presidente und kann nur so aussehen, El Presidente. Outfit, Farbe brauche ich auch nicht ändern. El Presidente läuft immer so rum. Hut bleibt gleich, Zigarre bleibt gleich, Brille hat Presidente auch auf. Standard Bart. Bartfarbe können wir ändern, Haarfarbe. Vielleicht ist Presidente etwas älter geworden, aber lässt sich Haare färben. Gut, da sind wir schon mal durch. Wie geht's weiter? Hier, verlassen? Nee, verlassen nicht, Palast. Merkmale. Geht hier auch El Presidente irgendwo bestätigen? Achso, Merkmale ist das, alles klar. Wir müssen wohl hier unten durch, ne? Sie sind ein Meister der Anpassung und haben Durchschnittlichkeiten zur Kunstform erhoben. Sollte es eine noch unscheinbare Person auf der Welt geben, dann ist sie niemand aufgefallen. Kein Gameplay-Effekt. Achso, das sind sie ja. 3D-Wunderkind. Ja, irgendwie normal, passt schon. Ich bin auch jetzt nicht hier, da kann man bestimmt tausend verschiedene Sachen hier machen, wie ihr seht. Weichherzig, dann, ja, dann ist er halt, ne, sieht man das, ne? Aber irgendwie normal, wir lassen es erstmal auf normal. Gucken uns noch den Palast an. Palast sieht so aus. Zentrum. Weg, Pflasterstein, Grenze, Garten. Ah, das ist alles okay so. Wir wollen ja was vom Spiel sehen und hier nichts anderes machen. Verlassen wir das? Ja, will ich verlassen. So, wir spielen natürlich das Tutorial, weil ich kenne... Entschuldigung. Kennt zwar die Vorher-Mission alle, das ist klar, aber wir... Wissen ja nicht, wie dieses hier ist. Ich weiß nicht, wie gut die Musik rüberkommt. Man hört sie, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ne, da stand da schon bei. Die sind alle nicht so koscher. Und willkommen bei Tropico. Sind El Presidente der Lade von Tropico, einer kleinen, aber gedeihenden Nation irgendwo im Karibischen Meer. Sie werden bauen, expandieren, handeln und Gesetze verabschieden, um Tropico durch vier turbulente historische Zeitalter zu führen, in denen sie sich global Supermächte entgegenstellen müssen. Während sie sich gleichzeitig um die politische Fraktion im Inland kümmern, wie wird man sich an sie erinnern? Sie sind ein wohlwollender Anführer, der sich um die Menschen sorgt oder Diktator, der mit der Hand regiert, wie auch immer sie sich entscheiden. Der wichtigste ist es, die Kontrolle zu behalten. Genau. Das war ja schon immer so. Man musste immer wieder gewählt werden. Oh, Penultimo.
das Gehirn dabei. Nur eine Formalität für alles klar. Oh. Gut, auch ein politisches Genie muss üben, weil sie mit der Erneuerungstechnik, mit denen ihr plant, der Nation von Tropik euren makellosen Willen aufwärts zu erlenken. Politimo ist bereit, hier zu starren. Gott. Sie haben soeben Polymultio getroffen, im persönlichen Assistenten und loyalen Berater. Er hat ihnen eine Hauptaufgabe vorgelegt, die sie abschließen müssen. Okay, Aufgabe abgeschlossen, 0 von 4, okay. Und dann liste Aufgaben, die sie halten, okay. Sie ist die erste Tutoraufgabe. Sie werden als Tutoraufgabe beschließen müssen, um Lektionen zu wenden. Öffnen Sie den Aufgabenbildschirm und sehen Sie sich jede Aufgabe an. Aufgabenbildschirm. Wo ist der? Ah, Aufgabe abgeschlossen. Achso, das war das. Ne, ich brauche Aufgaben ansehen. Achso, okay. Das war schon, oder was? Aufgabe abgeschlossen. Krass. Okay. Ich sollte den Aufgabenbildschirm öffnen. Schwenken Sie die Kamera, drehen Sie die Kamera, neigen Sie die Kamera hoch und runter, heran und herauszoomen. Annehmen. Ja, WASD. Vor, zurück. Kamera drehen. So geht's auch. Dann noch die Alt-Taste drücken. Geht auch. Okay, was haben wir denn noch im Angebot? Kann man drehen? Kann man zoomen? Achso, das haben wir noch nicht. Das war alles. Okay, dann sind wir da auch mit durch. Aufgaben abgeschlossen. Ich soll jetzt hier auf Archipel-Ansicht umschalten. Aha, dann sehe ich mein Archipel. Okay, kann ich hier umschalten ist Space. Haben wir auch schon geschafft. Cool. 3 von 4 Aufgaben abgeschlossen. Pausen Sie die Spielzeit. Lassen Sie die Spielzeit weiterlaufen. Stellen Sie eine 4 Geschwindigkeit ein. Stellen Sie das Spiel auf das normale Geschwindigkeit. Nehmen wir an, ist hier. Okay. 1, 2, 1, 2, 1. Ja. Haben wir gemacht. Super. 5 Tutorial-Aufgaben abschließen. So, jetzt müssen wir das erste schon mal bauen. Wählen Sie das Transportbüro und sehen sich den Reiter Beschreibung an. Wählen Sie das Hafenanlage aus und sehen sich den Reiter Beschreibung an. Aber es sind ja immer welche schicken Pfeile hier, ne? So, da haben wir schon. Transportbüro, organisiert Logistik für auf der Insel transportierte Güter von Petroleum zu Verarbeitungsgebäuden, transportierte Exportgüter zu haben und lang. Okay. Ein Ort zum Umweg, wobei auch die Existenz des Transportbüros nicht als Garantie verstanden werden darf. Okay, haben wir geschafft. Zu. Hafenanlage. Gehen wir da ein. Umlaufzentrum für Logistik kümmert sich um den Import oder Export von Waren, kümmert sich um die Ein- und Auswanderung von Menschen, senkt die Sicherheit in der Nähe. Hafenanlagen bieten auf jeden Insel Tropico Seeleute, die Infrastruktur zum B- und Entladen von Fracht, den Passagieren, günstigen Reiseoptionen und Kardungen einen Ort, an dem sie lauern und schleichen können. Haben wir auch. Verhindern Sie das Bergwerk, verbinden Sie das Bergwerk mit einer neuen Straße, sodass sie mit den bestehenden Straßen des Boden ist. Okay, das neue Bergwerk ist hier unten wohl. Wo ist es? Ach so, ich muss da. Ja. Alles klar, bauen wir eine Straße. Die Straße ist da. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das ist. Ah, da ist die Straße. Und ich soll wohl von da bis nach da die Straße bauen. Sehr schön. Haben wir gemacht. Okay, da sieht man, wie viel Straße kostet. Rechtsklicks bricht's ab. Alles gut. Ich denke mal, das war's, oder? Waren Sie oder sind diese Frachter Güter exportiert? Denken Sie daran, dass Sie die Spielgeschwindigkeit erhöhen, wenn Sie die Fracht zu lang brauchen. Okay. Jetzt muss ich Gold exportieren. Schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben ab. 2 von 5. Achso, das sind ja wahrscheinlich die dann ja noch. Jetzt das Bergwerk mit der Straße verbunden ist. Ah, jetzt kommt es von da. Ah, da fahren sie auch schon welche, ne? Mhm.
Gold. 0 von 768 gibt es da. Der hat 319. Alles klar. Das heißt, der fährt dahin. Kann man schön mit den Pfeilen sehen. Läuft, oder? Ja, ist auch angekommen. Und es muss jetzt hier auch was drin sein, ne? Kann man das hier sehen, was hier jetzt gerade gelagert ist? Ja, da, die 319. So, dann vorspulen. Ah. Es gibt keine 3. Es ist immer doppelt so viel. Einfach, zweifach und vierfach. So, jetzt muss noch ein Schiff kommen und das abholen. Und wie sehe ich das? Ah, da kommt was. Nehmen die das auch mit? Ah, der muss erst anlegen, alles klar. Oder dreht er? Ne, der legt an. Wunderbar, und jetzt wird er beladen. Der Kran dreht sich auch und wir haben die Kohle gemacht. Von hier aus fliegt es so klein, aber selbst ihr könntet vermutlich keines hochheben. Ja. Ja, das hat gut geklappt. Nächste Aufgabe, Taverne bauen. Okay, Taverne gibt es im Baumenü. Und unter Unterhaltung. Und da ist die Taverne. Und wenn es grün ist, ist es gut, oder wie war das? Und wir sollen es direkt da einbauen. Okay, das ist natürlich dann... und passt. Ach so, da muss erst noch ein Kran kommen oder was und so, ne? Oder wie sehe ich das? Okay, das ist die unterste Ebene oder so. Sieht so aus, als ob wir wieder vorspulen sollten. Da muss ja jetzt wohl erst was angeliefert werden, oder wie sehe ich das? Aha. Ah, schon fertig. Gerberei bauen, Leder herstellen. Okay. Geht wahrscheinlich genauso. Nur diesmal bei Industrie gibt es die Gerberei. Und wo soll die hin? Achso, nee. Jetzt müsste man wissen, wie man mit der Tastatur raus so... Ah, okay. Steuerungstaste gedrückt halten, dann geht's. Da soll die Gerberei hin. Okay. Dann bauen wir die da ein. Und das bedeutet, wir machen wieder vierfache Geschwindigkeit. Und da fahren schon die ganz vielen... LKWs dahin, weil die dann Baumaterial gebracht haben. Und dann wird auch schon der Kran. Zoomen wir nochmal rein hier. Okay. Sehr interessant. Und da ist die Gerberei auch schon fertig. Jetzt müssen wir noch das Leder herstellen. Was ist denn hier so? Verarbeitete Fälle zu Leder, Vorsorge, Umweltverschmutzung. Finanziell gesehen macht es Sinn, das gesamte Tier zu verwerten. Eine Gewalt wandelt überrascht in stilistisches Leder, das bei Möbelherstellern und auf Jugendlichen gleichermaßen beliebt ist. Okay. Ja, da können wir jetzt, glaube ich, nichts machen und müssen warten, bis da das Leder hergestellt wird, oder? Doof ist, dass ich, glaube, gesehen habe, dass die Straße auf der anderen Seite ist. Kann das sein? Hier, da. Richtig doof. Hätte man mir auch vorher sagen können, dass ich auf die Straße achten muss, ne? Ja, kann sein, dass das gar nicht geht. Ah, habe ich immer noch mal Glück gehabt, glaube ich. Jetzt geht's wahrscheinlich, ne? So. Ach so, nee. Gerberei haben wir gebaut. Lederherstellung läuft. Oder auch nicht. Jetzt kann man nämlich nicht sehen hier, was passiert. Nichts auf Lager. Aha. Und da kommt aber ein LKW gefahren. Vielleicht bringt der gerade was. Nee, der fährt woanders hin. Wo sind die Viecher dafür, das ist die Frage. Achso, der fährt jetzt das und bringt das da rein, weil das hier der Kuhstall ist, oder was? Ah, da ist die Farbe drin, dann alles klar, dann läuft das jetzt. Da sieht man schon, dass die Felle gemacht werden und da kommt auch das Leder ins Haus. Fertig, wunderbar. Ihr würdet euch an diese Art der Befehlserteilung gewöhnen.
Okay. Jetzt 6 Tore abschließen. Na, das hat er schon damals gesagt. So, Exporthandelsroute aktiv für Leder. Das müssen wir noch machen. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir Handel betreiben. Und zwar suchen wir jetzt wahrscheinlich Boote raus. Nee, Boote. Nee. Leder brauchen wir. Wo ist Leder? So, das ist alphabetisch sortiert. Nee, ist doch, doch, da ist es. Vertrag unterschreiben, fertig. Ja, so, das haben wir. Auftrag ist abgeschlossen. Ja, ich denke mal, das Fenster können wir schließen, damit wir das nächste hier kriegen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Farm, wobei der Rinderwert 0 von 1 ist und zwischen 90 und 100 liegt? Platzieren Sie eine Rinderfarm am besten Ort. Wenn Sie die Rinderfarm mit einer Straße, die mit dem bestehenden Straßennetz verbunden ist. Falls Sie ein Gebäude einmal am falschen Ort platzieren, können Sie die Baustelle auswählen und den Bau abbrechen. Ebenso können Sie als vorgestellte Gebäude über Ihren Vorfeld abgerissen werden. Ja, das habe ich schon gesehen. So, jetzt gehen wir hier hin und bauen eine Farm. So, wo soll die hin? Das ist ja auch wieder vorgewählt, ne? Steuerungstaste drücken, dann können wir rauszoomen. Ah ne, das ist diesmal wohl nicht so, dass man. Man sieht es aber, wo es am besten ist, sagen wir es mal so, ne? Ja, im Prinzip können wir es dann auch hier hinsetzen, ne, oder? Ah, ich habe das Mausrad schon wieder gedreht, ne? Ja, komm, zack, hier hin und fertig, oder? Farm Rinder. Müssen wir wieder vor, oder können wir wieder vorspülen, müssen nicht, aber wir können wieder vorspülen, damit die Baumaterialien dahin kommen, ne? Ist hier noch kein LKW. Ah, da kommt was. Der bringt das dahin und baut das da, oder was? Und hier sehen wir unsere Frachtgeschäfte. Respekt. Okay, die Farm ist da. Machen wir wieder normale Geschwindigkeit. Schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben ab. Ja, okay. Stellen Sie das Budget Ihrer Rinderfarm auf die Höchststufe. 2. Prüfen Sie im Gebäudeinfofeld den Rang von Effizienzreiter. Warten Sie darauf, dass die Rinderfarmen voll besetzt sind. Okay, das haben wir gemacht. Und dann muss das noch auf 2 kommen, oder wie? Habe ich gemacht, ist aber richtig, oder? Also der blinkt, ich habe es gemacht. Mehr kann ich nicht machen, oder? Da ist ein Auto gekommen. Stellen Sie das Budget Ihrer Rinderfarm auf die höchste Stufe. 1 von 2. Prüfen Sie im Gebäude Infofeld der Rinderfarm. Okay, müssen wir nochmal machen. Ach so, das ist auch meine Rinderfarm hier. Auch da. Okay, dann haben wir das schon geschafft. Das war gefragt. Alles klar. Effizienz. Auftrag ist abgeschlossen. 3 von 6. Wie sieht die Effizienz hier aus? 122% und da 96%. Das müsste doch gut sein, oder? Chromgerbung in der Gerberei soll ich jetzt machen. Okay. Da kommen Sie also erweitern. Kosten uns 5er. Ah, wenn wir die Steuerungstaste drücken, dann können wir alle auf einmal, wenn wir 5 Gerbereien haben, werden die alle aufgewertet. Okay, das müssen wir wohl zumachen. Und feuern Sie einen Arbeiter aus der Gerberei, schließen Sie einen Arbeitsplatz in der Gerberei. Okay, das bedeutet da wieder hin und einen feuern.
Habe ich das dadurch schon gemacht? Nee, ne? Ach so, rechte Maustaste, Arbeiter feuern, ja. Habe ich gemacht. Und dann hier. Nee, will ich nicht. Ich will einfach nur. Ah, ist doch jetzt schon einer hergekommen, oder? War es das schon? Ich glaube, das war schon, oder? Nee, wohl nicht. Ja. Ah, jetzt habe ich es geschafft, oder was? Ich habe Leder exportiert, auf jeden Fall. Die Handelsroute ist abgeschlossen, aber das, was ich will, habe ich noch nicht geschafft, ne? Ja. Und neuen einstellen. Wie hieß denn die Aufgabe nochmal, bitte? Schließen Sie einen Arbeitsplatz in der Gerberei, okay? Ah, das habe ich ja jetzt gut hingekriegt, ne? Schließen. Ja, aber das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, ne? Ich soll den hier anklicken. Arbeiter feuern, ja. Ach, Platz schließen. Alles klar, jetzt sehe ich's. Alles klar. So, jetzt haben wir das Ergebnis auch geschafft. Ich habe das Platz schließen nicht so ganz verstanden. Aber jetzt haben wir es ja auch noch hingekriegt. Läuft, oder? Stellen Sie den Arbeitsmodus der Hafanlage von Spione auf reguläre Kontrollen. Stellen Sie den Arbeitsmodus der Rinderfarm von auf humane Ausbeutung um. Gut. Auf reguläre Kontrollen. Dann kann ich das, glaube ich, schließen. Dann ist das schon durch. Und dann kommt nämlich die Rinderfarm. Und die soll ich jetzt auf humane Ausbeutung. Es gibt so viele Habe ich Wege, schon wieder geschafft, oder was? den Tropikus Future zu entsanden. Ja. Ja, das müssen wir alles machen. Zurück zum Haus. Ach wie, das war schon alles abgeschlossen. Ja, 22 Minuten. Tutorial Nummer 1 ist sozusagen durch. Fahren Sie mit dem nächsten durch. Kapitel neu starten. Zurück zum Hauptmenü gehen wir erstmal. Schauen uns das nochmal an. Tutorials, weil da waren ja mehrere. Kapitel 1 Grundlagen und Wirtschaft haben wir. Bürger und Politik ist dann der nächste Schritt. Das wäre das zweite Kapitel. Ich denke mal, diese 5 Tutorials, die wir hier haben, die machen wir alle durch. Kann sein, dass wir die eins nacheinander machen. Kann aber auch sein, dass da eine Unterbrechung durch ein anderes Let's Play, beziehungsweise vorgestellt dazwischen kommt. Machen wir mal. Irgendwie müsst ihr euch so vorstellen. Also, Nummer 1 haben wir gemacht. Erster Einblick ist da. Zweiter Einblick wird dann Bürger und Politik sein. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich für den Key von Calypso und auch recht herzlich an euch, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, besucht die auf deren Kanälen und guckt zu. Bei Steam gibt es das Spiel zu kaufen. Macht richtig Fetz bestimmt und ja, wie alle Spiele davon, ne? 4 Epochen sind da ja zu spielen und so. Und wie ihr seht hier, Raumfahrt und so. Und naja, was da so ist. Hier hinten sehen wir noch so einen schicken Vulkan, der dann auch ausbrechen kann und so. Dampfen tut er gerade. Und ja, so Haifisch hier unten am Schwimmen oder was das auch immer ist. Na, ist richtig cool. Okay, dann würde ich sagen, falls ihr noch genauer habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade und gerne Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dem Spiel? Wie cool findet ihr das? Und genauso gut könnt ihr dieses Video natürlich auf anderen Kanälen teilen. Dann kriegen alle mit, wie schön dieses Bild hier mit dem Vulkan ist und dem Flugzeug, das jetzt hier gleich irgendwo landet. Oder? Landet das irgendwo? Ich gehe mal von aus, oder? Auf jeden Fall ist es gleich verschwunden. Kommt es hier hinten wieder raus? Gucken wir gerade noch. Nee, das ist hinterm Berg gelandet. Da ist noch ein Transportschiff. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.